Hallo und herzlich willkommen an alle Simracing-Freunde, auch am Ostermontag zur nächsten Live-Übertragung der Virtual Racing Touring Car Series. Heute Abend live aus Andersdorp zum vierten Event. Und wir in der Kommentatorenkabine, das heißt Stefan Pech an meiner Seite und ich, Benjamin Krauter, begrüßen euch recht herzlich. Hallo. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend und danke, lieber Benjamin. Ich denke mal, alle haben ihre Ostereier heute gefunden. Selbst unsere Protagonisten, die schon fleißig auf den Tracks ihre Runden drehen. Und denke mal, das dürfte heute ein sehr interessanter Abend werden, auch wenn es der 1. April ist. Also somit kein Aprilscherz. Definitiv kein Aprilscherz, ja, und es wird auch ziemlich sicher ein interessanter Abend. Das haben wir schon in den Zeiten vorab gesehen. Wir wollen aber keine Zeit verlieren und gehen direkt rein und schauen uns nochmal den Rennkalender an. Also, wie gesagt, das vierte Event heute in Andersdorp. Wir kommen aus Marrakesch, wo es ja den ein oder anderen Unfall zu sehen gab. Jetzt in Andersdorp sollte das weniger ein Problem sein. Hier auch die Auslaufzonen wieder deutlich größer. Das heißt, wir dürften heute mit zwei sauberen und mit weniger ausfallgeplagten Rennen rechnen können. Danach geht es dann weiter nach Grand Prix Monaco, Hockenheim, Spa-Francorchamps, Ungarn nach Zungaroring und abschließend nochmal nach Übersee, Melbourne, dann die 10. Saisonstation. Die Strecke in Andersdorp hat eine Länge von 4 Kilometern, liegt wie gesagt in Schweden und ja, kennzeichnet sich vor allem dadurch, dass relativ viele überhöhte Kurven, wir werden das gleich dann auch noch im Qualifying und Rennen sehen, die Strecke übersehen und ja, auch die lange Flying Straight wurde früher genutzt für Start- und Landeaktionen von Flugzeugen. Ja, die Kurven sind auch interessant vom Layout her. Wir sehen es, wir haben quasi nur 180 Grad Kehren oder 90 Grad Kehren und dazwischen gibt es eigentlich gar nichts. Zweimal 13 Runden werden heute gefahren und um einen ersten Einblick zu sehen, gehen wir doch gleich nochmal rein ins freie Training. Da haben wir momentan Roland Mittag auf der 1. Er pilotiert einen Volvo S60 und das kommt nicht unerwartet, denn Roland Mittag hat schon vorab gezeigt, dass mit ihm heute zu rechnen sein wird. Hat in den Tracker-Zeiten eine 1:35,7 zu Buche stehen und das ist schon, formulier es vorsichtig, raketenschnell. Ja, währenddessen, Roland zusehen, wie er schon wieder seine Zeit versucht zu verbessern, kommen wir zu den Ja, und den Ostermontag, die Schule, haben wir auch schon einige Abmeldungen. Zum Beispiel der Richard Bräutigam hat sich bei ihm bestand allerdings auch noch die Möglichkeit, dass er es ganz knapp Richtung Qualifying noch schaffen könnte. Ja, und Roland Mittag hier im zweiten freien Training schon relativ nah an seiner Zeit, die er da vorab beim Testen einfahren konnte, dran 1:36,117. Also das zeigt doch, dass mit ihm heute definitiv zu rechnen sein wird, gerade wenn man den Abstand auf den Zweitplatzierten sieht. Das sind nämlich über 3 Zehntel auf Thomas Ettig.
Wo haben wir den besten heckangetriebenen Piloten? Das ist Marius Golombek auf der sechsten Position, der Tabellenführer momentan. 1:36.849. Ja, die BMW ist etwas schwierig einzuschätzen. Vorab hat uns My3ID mit der Abstinenz auf den Serverzeiten beeindruckt. Die haben wohl privat getestet und keine Zeiten an die Öffentlichkeit rausgelassen. Also da dürfen wir gespannt sein, wie es für Marius Golombek, Mark Fangmann und André Böttcher heute laufen wird. Andersdorp allerdings traditionell recht gut für die frontangetriebenen Fahrzeuge. Ja, eine Minute noch auf der Uhr im freien Training. Hier wird sich nicht mehr allzu viel verändern und vor allem auch nichts Relevantes. Das heißt, wir können noch ganz kurz an die Werbung abgeben und auch gleich einen ersten Hinweis verlieren, denn am Mittwoch gibt es die GTC in Mid-Ohio, ebenfalls live übertragen und zwar vom Kollegen Heiko Stritzke und davon werden wir uns jetzt den Trailer anschauen. Also bis gleich im Qualifying und dann gibt es wieder richtig Renn-Action von der VRTCC. Zurück im Qualifying der VRTCC. Ja, und bei sommerlichen 28 Grad Lufttemperatur, davon können wir momentan in Deutschland nur träumen. Begeben sich die Fahrer jetzt also auf der Strecke, haben gleich die Einführungsrunde absolviert und ich hoffe, wir können dann eine Runde mit Roland Mittag on board um den Kurs pflügen und Ihnen die Strecke mal ein wenig vorstellen. Jetzt kommt er gleich Richtung letzte Kurve. Das ist soweit auch die langsamste Stelle auf der ganzen Strecke. Hier schaltet man teilweise runter bis in den ersten Gang. Dann geht es raus auf das Start. Geht also jetzt auf die schnelle Runde. Dann kommt direkt die erste 180-Grad-Kurve. Das ist die Sodra, bevor es rausgeht auf die lange, lange Gerade. Hier gilt es, den ganzen Schwung mitzunehmen. Ja, und hier sieht man, dass also die lange Gerade auf der auch die Start- und Landeaktion
Abstürzungen von Flugzeugen stattgefunden haben. Hier geht es dann wieder ab auf die Rennstrecke am Konten relativ hart. Runter in den dritten oder zweiten Gang 90 Grad rechts. Das ist auch eine Stelle, wo man im Rennen eventuell überholen kann. Dann geht es gleich nochmal 90 Grad rechts. Etwas schneller, etwas flüssiger. Insgesamt der Kurs ja relativ flüssig. Gleich nochmal rechts jetzt. Also die Belastung für die linke Reifenseite hier extrem. Und hier sehen wir auch, was vorhin schon angesprochen wurde, mit den überhöhten Kurven. Also da kann man sich teilweise richtig schnell durch die Kurven hangeln. Jetzt weiter auf zur nächsten Linkskurve, ebenfalls wieder 180 Grad. Das zieht sich hier ewig raus auf die Gegengerade, wenn man so nennen möchte. Hier kommt dann auch nochmal eine relativ scharfe Sandbremse. Erneut links runter, zweiter Gang. Auch eine leichte Kuppe drin und hängt Richtung Ausgang etwas nach außen weg. Und erneut eine langgezogene, überhöhte 180 Grad Rechtskurve, bevor es dann in die letzte Kurve, in die Dislife-Kurve reingeht. Runter in den ersten oder zweiten Gang und raus auf Start und Ziel. Wir schauen mal, wo die Zeit für Roland Mittag stehen bleibt, ob er da gleich eine aussagekräftige Hausmarke abliefern kann. 1:35.920, das ist doch, denke ich, schon mal ein Machtwort von Roland Mittag. Dahinter reihen sich ein André Böttcher, schon verdrängt, Georg Kiefer, Michael Schöttler. So, da geht es jetzt momentan noch Wies-Brezel-Backen. Ja, ich denke mal, die 1:35.920 von Roland, die dürfte schon eine Hausmarke sein und schon ein Auszeichen oder eine Zeit dafür, die erstmal zu kann gilt, ne? Ja, definitiv. Unter 1:35 waren die wenigsten vorab beim Testen. Ich glaube, es waren sogar nur Roland Mittag und Thomas Ettich, vielleicht noch ein, zwei ganz knapp. Aber dann ging es schon in den 36er-Bereich. Wir sehen Georg Kiefer jetzt im ersten Sektor mit absoluter Bestzeit unterwegs. Kiefer jetzt wieder am Start, nachdem sie in Marrakesch beide ausgesetzt haben. Pilotieren sie jetzt ihr neues Fahrzeug, den BMW, wieder um die Strecke und waren im Vorfeld auch fleißig am Trainieren. Das könnte hier tatsächlich ihr bestes Ergebnis mit dem BMW werden, denn in Interlagos respektive in Imola lief es noch nicht ganz so optimal für Georg und Thomas Kiefer. Jetzt in Andersdorf scheint sie mit dem BMW doch etwas besser zurechtzukommen. Zweiter Sektor allerdings etwas Zeit verloren. Ja, und diese Stelle, diese 90 Grad links, gerade mit dem BMW etwas knifflig über diese leichte Bodenwelle beim Rausbeschleunigen, muss man aufpassen, dass da das Heck stabil bleibt. Und wir sehen, was wir fast immer sehen, dass auch hier in Andersdorf nur eine schnelle Runde gefahren wird. Das liegt hauptsächlich daran, dass wir hier die Escape-Regel haben. Heißt, dass tatsächlich auch die Inlap in die Boxengasse zurück von dem Piloten absolviert werden muss. Somit muss man sich seine Turns sehr, sehr gut einteilen und holt im Zweifel dann doch lieber die frischen Reifen, mit denen auf der ersten Runde wahrscheinlich dann doch ein knappes Zehntel mehr gehen sollte. André Böttcher schon wieder auf der Strecke, sonst haben wir momentan keine schnellen Zeiten auf dem Monitor. Ja, für André Böttcher und für My3ID lief es natürlich in Marrakesch optimal, nach Plan. Dreifach-Sieg im zweiten Rennen, führen momentan alle Wertungen souverän an. 1, 2 und 3 in der Gesamtplatzierung mit Golombek an der Spitze und Böttcher und Fangmann auf den folgenden Plätzen. Und auch Platz 1 unangefochten in der Teamwertung. Für das Team My3ID, die dieses Jahr in einer neuen Lackierung unterwegs sind, also weg von dem Grün hin zu einem roten Ton auf dem Fahrzeug. Ja, vor Rennbeginn konnte ich auch mit den SF Motorsport Jungs einen kleinen Tausch halten, wobei Roland sagte, er ist ziemlich nervös und scheint dieses aber momentan noch recht unter Kontrolle zu haben, und der Ronny Fiebig war es lieber, dass es heute wohl etwas regnen könnte. Ich sage mal, lassen wir uns mal abwarten, aber die Wetterzeiten, sage ich mal, stehen nicht auf Regen, sondern eher auf Trocken, also dürfte das eher nicht so schön sein für Ronny, so wie er sich das gewünscht hat.
Ja, momentan Sommerwetter in Andersdorf, 28 Grad Luft, 38 Grad Strecke sogar. Also heiß und trocken und auch blauer Himmel, also kein Anzeichen für Regen. Aber das kann sich ja Richtung Rennen alles noch verändern. Böttcher geht jetzt auf seine neue schnelle Runde. Der Rest dürfte ihm dann folgen. Momentan auf der 7 platziert. Markus Schneider hat sich auf die 2 nach vorn geschoben. Thomas Ettich verdrängt und Schöttler auf die 4 zurück versetzt. Georg Kiefer dann auf der 5. Wernicke unter den Top 8. Böttcher auf der 7. Und auch Ron Geritz, der schon in Marrakesch mit guten Zeiten aufgetrumpft hat, auch wieder unter den Top 8. Böttcher im ersten Sektor keine persönliche Verbesserung. Das sind 1,6 Zehntel auf die Zeit von Mittag. Aber Mittag selbst im ersten Sektor jetzt wieder mit roter Markierung. Also das müssen wir im Auge behalten, was der SF-Pilot da aus seinem S60 möglicherweise noch rausquetschen kann. Lasse Löschmann auf der 12 ebenfalls persönliche Bestzeit im ersten Sektor. So, und jetzt scheinen die Zeiten in Sektor 1 zu purzeln. Ettich, Schöttler und auch Wernicke mit absoluter Bestzeit, aber jeweils nur sehr, sehr knapp im Tausendstelbereich. Wir bleiben bei Böttcher. Was macht er im zweiten Sektor? Auch keine Verbesserung. Heißt, wir schalten weiter und schauen mal auf dieses Quartett mit pinken Markierungen. Marcel Wernicke, Mittag im zweiten Sektor ebenfalls wieder mit roter Markierung. 2000 sind es noch. Er kommt auch als erstes über den Ziel durch. Jetzt noch diese enge Linkskurve vor sich. Eigentlich wahrscheinlich das größte Manko des S60 auf dieser Strecke, Traktion aus dieser engen Kurve heraus. Aber er verbessert seine Zeit um weitere 80 Tausendstel. Setzt also eine weitere kleine Lücke, die ihn der Pole Position näher bringt. Was macht Michael Schöttler? Was machen Marcel Wernicke und Ron Geritz? Ebenstein auf die 5 nach vorn. Wernicke auf die 4 und Schöttler geht auf die 2. Also zumindest ein Pilot von Avia Indigo Racing, der heute Abend vorne mitmischen kann. Geritz auf die 8 nach vorn. Und Michael Bräutigam hat es tatsächlich geschafft. 10 Minuten vor Qualifying-Ende ist er noch auf den Server gekommen. Also da dürfen wir auch von ihm noch eine oder vielleicht zwei schnelle Runden erwarten. Christoph Somit hat er seine Provisional doch nicht gezogen. Auf der 16 schnell unterwegs, geht vor auf die 11. Und Markus Schneider auf der 3. Absolute Bestzeit im ersten Sektor. Dieser Kameraperspektive sieht man sehr schön, wie die Kurven überhöht sind. Da war Schneider etwas zu weit draußen. Das dürfte ja das eine oder andere Zehntel gekostet haben. Wie sieht's aus? Ja, keine Verbesserung mehr für ihn am Ende des zweiten Sektors. 4 Zehntel der Rückstand. Also höchstwahrscheinlich auch für ihn der Gang in die Boxengasse. Hier ist die meisten anderen Piloten auch antreten werden, um dann ja definitiv mal noch einen und wenn man hochrechnet, 3. Ungefähr 5 Minuten braucht man für einen Turn knapp drunter. Wenn man ganz, ganz schnell operiert jetzt, kann man vielleicht noch einen zweiten Turn dranhängen. Das wird aber sehr, sehr knapp. Ja, aber ich sag mal, in Marrakesch war Marco Schneider schon gut. Ich sag mal, hier ist er wieder unter den Top 10 mit dabei. Ich denke mal, so langsam etabliert er sich auch vorne unter den Top 5 und wird zum echten Konkurrenten, wenn man das so sieht. Ja, Marco Schneider auch schon beim Saisonauftakt positiv aufgefallen. Also der hat sich gemausert von der letzten Saison, ja umgestiegen jetzt auf das Seat-Modell, fährt jetzt auch ein Seat Leon TFSI, also nicht den Diesel, sondern den normalen Benziner, wie sein Kollege Michael Karbach, der gerade im Bild ist. Auf der 17. Position momentan Karbach und er auf persönlicher Bestzeit. Auf der 18 sehen wir dann Mark Fangmann, den momentan drittplatzierten im Championat. Wo haben wir Marius Golombek, den Führenden, auf der 12, also die Position 1, 2 und 3
in der Gesamtwertung momentan auf 9, 12 und 18 im Crit unterwegs. Also da machen sich jetzt dann doch tatsächlich die Gewichte bemerkbar. Karbach bricht die Runde ab. Was macht Ronny Fiebig auf der 21? Golombek hat sich unterdessen auf die 9 nach vorn geschoben, also seinen Teamkollegen Böttcher auf die 10 zurückgedrängt. Ja gut, ich sag mal, man könnte jetzt natürlich auch drüber spekulieren bei den BMWs, dass sie nun endlich die gewünschte Kilozahl haben, um nicht mehr ganz so konkurrenzfähig zu sein. Aber ich denke mal, selbst mit stumpfen Waffen ist immer noch alles möglich. Ja, wie stark die vier, drei My3ID-Piloten unterwegs sein können, haben sie ja in Marrakesch gezeigt. Plätze 9 und 10 für Golombek und Böttcher, da dürfte hinsichtlich Rennen 2 dann noch alles möglich sein, falls sie ins Reverse Grid reinrutschen. Bei Marc Fangmann ist der Zeitensprung in die Top 10 15. Das ist doch schon relativ viel. Ich glaube nicht, dass er da noch im Qualifying gut aufholen kann, aber die Rennpace kann sich natürlich auch bei ihm vielleicht positiv auswirken und da einen Schritt nach vorne machen. Jetzt schauen wir erstmal auf die erste Zeit von Michael Bräutigam. Was kriegt er auf dem Kurs in Schweden gebacken? Platz 13 momentan für ihn in seiner ersten Runde. 36,65. Da dürfen wir noch was erwarten. Er hat definitiv noch die Chance, einen weiteren Turn zu fahren, falls er jetzt in die Boxengasse abbiegt. Währenddessen Roland Mittag noch mal einen draufsetzt und nochmal versucht, seine Zeit zu verbessern. Ja, also der S60 scheint hier in Andersdorf wunderbar zurechtzukommen. Mindest für Rennen 1, also ein absoluter Kandidat. Und Michael Bräutigam fährt weiter schnell. Bestzeit in Sektor 1 für ihn. Also da dürfen wir gespannt sein, ob er überhaupt den Weg zurück in die Box antritt oder ob er die Runde nicht zu Ende fährt. Mittag hat verloren. Liebenstein auf der 6 mit persönlicher Bestzeit. Aber Michael Bräutigam schon etwas weiter auf der Strecke vorgedrungen. Kommt jetzt gleich Richtung zweite Sektormarkierung. Und diese langgezogenen 180-Grad-Kurven auch schwierig zu nehmen. Fast mit einem Doppelscheitelpunkt durchquert er hier diesen Turn 5, die Opel-Kurve. Verliert jetzt im zweiten Sektor auf die absolute Bestzeit, hat aber immer noch 13. Vorsprung. Jetzt die Frage, geht er zurück an die Box oder fährt er die Runde zu Ende? Es könnte trotzdem noch reichen. Ja, es wird dicke reichen. Es wird doch nicht dicke reichen, es wird schwierig, es wird knapp für ihn, da noch eine schnelle Runde hinzukriegen. Auf die 5 nach vorn für Michael Bräutigam, also zumindest mal eine gute Ausgangsposition für ihn. Gerade mit der kurzen Qualifying-Zeit, die er nur zur Verfügung hat. Liebenstein verbleibt auf der 7, Garretts geht vor auf die 4. Ron Garretts setzt seinen Honda Accord also provisorisch in die zweite Startreihe und Thomas Kiefer geht auf die 6, damit Bräutigam zurück auf die 7. Ja, und für Golombek und Böttcher, die gerade noch auf 9 und 10 standen, sieht es mit Platz 11 und 12 jetzt nochmal ein bisschen finsterer aus. Aber ich denke mal, für Michael Bräutigam dürfte das Balsam für die Seele sein, da ja in Marrakesch nicht allzu viel ging. Er es ja auch selber sagte, dass er nicht allzu viel trainieren konnte, so wie man es im Forum lesen durfte. Denke ich mal, vielleicht liegt ihm die Strecke hier besser und er brauchte da nicht allzu viel trainieren, sodass er jetzt, sage ich mal, weiter wieder nach vorne sehen kann, um in dem Verlauf der Saison vielleicht doch noch ein bisschen mehr erreichen zu können als wie bisher. Ja, bisher natürlich ein, man darf für Avia-Verhältnisse sagen, enttäuschender Saisonverlauf für Michael Bräutigam, aber auch für seinen Teamkollegen Hannes Pflellerer, die beide nicht so richtig in Tritt kamen in Imola und auch in Marrakesch. Golombek auf der 11, der Tabellenführer, jetzt mit persönlicher Bestzeit. Im ersten Sektor auch Massetti auf der 15, der auch eine starke Saison bisher hinlegt. Die Opel-Kurve durch. Er präferiert da ein bisschen eine andere Linienwahl wie Michael Bräutigam. Also nicht so extrem
die zwei Scheitelpunkte zu sehen bei Golombek hier, wie man es davor bei Bräutigam gesehen hat. Ja, und über diesen kleinen Bodenwelle hat man die Schwierigkeiten gesehen, die es mit dem BMW da gibt. Hat jetzt auch seine Zeit nicht mehr verbessern können, fährt trotzdem zu Ende, hofft auf vielleicht noch eine schnelle Runde, die er jetzt in Angriff nehmen kann. Eine Zeitenverbesserung für ihn in diesem Umlauf. Das ist dann also jetzt die letzte Chance. Roland Preston verbessert sich auf die 19, schiebt damit Mark Fangmann auf die 20 zurück. Bonny Fiebig auch persönliche Bestzeit für ihn und Roland Mittag. Scheint die Situation noch nicht geheuer. 35,840. Damit hat er knapp 2 Zehntel Vorsprung auf Michael Schöttler, aber er legt nochmal nach. Was macht Ronny Fiebig? Bleibt auf der 22 und schauen wir zu Roland Mittag, dem Teamkollegen von Ronny Fiebig. Oh, ich denke mal, Roland Sektor könnte die Strecke durchaus liegen und man sieht es auch bei seinen Zeiten, die er hier immer wieder legt. Jetzt nur noch 30.000stel Rückstand, also gut ab. Ja, also die Zeit von 35,8 definitiv kein Ausrutscher nach vorne, sondern er kann die Zeiten relativ konstant hier gehen im Qualifying. Was geht jetzt? 35,879, also nochmal eine 35er Rundenzeit. Er der einzige momentan, der in die 35er Zeiten vorgestoßen ist und sich damit aller Voraussicht nach auch die Pole Position gesichert hat. Wir gehen jetzt in die letzte Minute. Die meisten Fahrer allerdings schon in der Box zurück. Marco Schneider aber nochmal schnell unterwegs. Erster Sektor, absolute Bestzeit da. Also nochmal Gefahr für die Pole Position. Und auch Michael Bräutigam und er mit großem Vorsprung im ersten Sektor. Das ist über ein Zehntel, dass er da an Vorsprung jetzt gleich auf den restlichen Streckenverlauf mitbringt. Michael Bräutigam holt er jetzt hier zum, ja, Finalschlag aus, wolltest du bestimmt sagen. Mir ist das Wort entfallen, das ich sagen wollte, aber auf jeden Fall deutliche Leistungssteigerung von Michael Bräutigam von Marrakesch zu Andersdorp, schon jetzt im Qualifying festzustellen. Weiter Sektor, immer noch persönliche Bestzeit für ihn. Das sind 3 Zehntel auf seine eigene Zeit. 3 Zehntel hochgerechnet, das kann bis auf Platz 2 gehen. Markus Schneider bleibt auf der 3, konnte es nicht rüber retten. Wir gehen sofort zu Michael Bräutigam mit seinem VW Scirocco im roten Avia Kleid. Letzte Kurve, raus auf Start und Ziel. Und wo bleibt die Zeit für ihn stehen? 35, knapp nicht. Dritter Startplatz für ihn, 36,049. Und ich denke, damit dürfte er doch sehr, sehr zufrieden sein. Gerade aufgrund der, ja, verkürzten Qualifikationszeit, die ihm ohnehin nur zur Verfügung stand. Also, die Startaufstellung, wie wir gleich in Rennen 1 ins Rennen gehen werden. Roland Mittag auf der Pole Position hat also seinen S60, wenn ich mich recht entsinne, zum ersten Mal auf den ersten Startplatz gestellt. Dahinter genau. Dann eine Doppelspitze von Avia Indigo Racing, Michael Schöttler auf der 2, Michael Bräutigam auf der 3. Marco Schneider komplettiert die zweite Reihe mit dem vierten Startplatz, Ron Garrett auf der 5, Thomas Ettich auf der 6, Thomas Kiefer auf der 7 und Thomas Kiefer auch der bestplatzierte Fahrer mit einem heckangetriebenen Fahrzeug. Wernicke auf der 8 folgt ebenfalls mit einem BMW, Markus Liebenstein auf der 9 und komplettiert wird die Top 10 von Georg Kiefer. Wir kommen zu den nächsten Platz 11 durch Marius Golombek, Nummer 12 André Böttcher, Nummer 13 Christopher Weicht, Nummer 14 Michael Karbach, Nummer 15 Marcel T., Nummer 16 Lars Löschmann, Nummer 17 Jens Brettschneider, Nummer 18 Johannes Simon, Nummer 19 Roland Preston, Nummer 20 Mark Fangmann, Nummer 21 Tobias Schlottbohm, Nummer 22 Ronny Fiebig. Und Nummer
24 unser Einsatzfahrzeug. Ja, also das ist die Klassifikation aus dem Qualifying. Jetzt geht es in die 10 Minuten Warm-up und für uns ist das die Möglichkeit, uns die aktuelle Tabellensituation nochmal anzuschauen. Also, wie sieht es denn momentan aus in der VRTCC? Wir haben an der Spitze Marius Golombek, wie schon angesprochen. Er führt das Championat mit 841 Punkten an und hat auch die Maximalbelastung von 20 Kilogramm im Auto. Auf der 2 dann sein Teamkollege André Böttcher mit knappen 40 Punkten Rückstand. Auf der 3 Marc Fangmann. Auf der 4 folgt Norman Tuchel, der leider heute nicht dabei sein kann und der auch den kompletten Mai über oder kompletten April und kompletten Mai über nicht teilnehmen kann, da wohl von der Arbeit her Probleme hat, das mit dem Montagabendtermin zu vereinbaren. Dann auf der 6 Marcel Wernicke, der Teamkollege von Norman Tuchel. Oh, auf der 5 haben wir natürlich Thomas Ettich verpasst. Sorry an dieser Stelle. Auf der 6 dann Wernicke, 7 Marcel T, 8 Marco Schneider, die 9 für Hannes Pfledderer und auf der 10 noch Michael Bräutigam, der mit dem Qualifying-Ergebnis und den eventuell guten Rennergebnissen, die heute Abend ins Haus stehen könnten, da einen großen Sprung in der Tabelle machen könnte. Dadurch ergibt sich eine Teamwertung auf Platz 1 My3ID Gaming mit 1692, Platz 2 Be3Alive 2 mit 1538, also eine Differenz von 154 Punkten. Auf Platz 3 Avia Racing Team 1 Indigo. Auf der 4 Team Naji Balfas mit Thomas Ettich und seinem neu aufgestiegenen Kollegen Johannes Simon. Auf der 5 SRP Team 1, auf der 6 SF Motorsport mit momentan dem führenden Qualifying Roland Mittag. Dadurch dürfte natürlich auch vielleicht die Differenz von 477 sich ein bisschen verkürzen. Auf Platz 7 Avia Racing Team Indigo 2, auf der 8 Be3Alive 1, auf der 9 Gun Honda Accord und auf der 10 RS Racing 2. Ganz kurze Korrektur, Stefan. Roland Mittag fährt zwar für SF Motorsport, ist allerdings nicht in diesem Team eingeschrieben, da er ja mit dem Volvo unterwegs ist und ein Team immer mit gleichen Fahrzeugen ausgestattet sein muss. Und dieses SF Motorsport Team mit Ronny Fiebig fährt den Honda, deswegen kann Roland Mittag da leider nicht zur Teamwertung dazuzählen. Also 5 Minuten noch im Warm-up und Zeit nochmal kurz den GTC-Trailer zu schauen. Da geht's am Mittwoch mit der nächsten Saisonstation in Mid-Ohio weiter, auch mit einem Livestream, kommentiert vom Kollegen Heiko Stritzke und wir schauen kurz in den Trailer rein. Also bis gleich.
Osnabrück im Warm-up in Andersdorp. 3 Minuten noch auf der Uhr hier im Warm-up und vielleicht jetzt die Zeit, Stefan, uns den Tipps zu nähern. Hast du da heute einen gewagten Tipp auf der Pfanne? Also jedes Mal, wenn ich getippt habe, muss ich ehrlich sagen, lag ich irgendwie falsch. Und jedes Mal, wenn ich versuche, es besser zu machen, geht es dennoch irgendwie in die Hose. Also ich sag mal, wenn ich jetzt heute sage, Roland Mittag für Race 1 auf Position 1 wäre gewagt, denn im Hintergrund stehen Schöttler und Bräutigam, dürfte schwierig werden für Roland, sagen wir mal so. Also ich tippe Rennen 1 auf 1 Michael Bräutigam. Also die Rückkehr aus den Tiefen des Grids von Bräutigam dann gleich mit einem Sieg abgeschlossen. Dein Tipp. Ja, dann mache ich es mir einfach und nehme den Polesitter Roland Mittag. Ich glaube, er schafft es mit dem S60 über die Runden und kann sich heute seinen Sieg einfahren. Was den Gesamttipp angeht, bin ich allerdings vorsichtig, denn der Start zu Rennen 2, der wird brutal wieder für den S60 von Roland Mittag. Und da sehe ich dann doch auch eher einen der beiden Avia-Piloten in den vorderen Positionen. Bräutigam übernimmt jetzt hier im Warm-up auch die erste Position, das allerdings natürlich wenig aussagekräftig. Wir können mal kurz auf die Temperatur schauen. Ja, auch am Renntag 25 Grad Luft, 35 Grad Strecke. Der Regenwunsch von Ronny Fiebig, der rückt also in ganz, ganz weite Ferne. Tief versucht sich nochmal an einem Rennstart, gleich fürs zweite Rennen optimal vorbereitet zu sein. Scheint noch nicht optimal gelungen zu haben. Ja, versucht es ja gleich mehrfach. Ja, ansonsten nicht mehr viel los auf der Strecke. Wernicke auf der 8 dreht noch ein bisschen ins Brettschneider auf der 9. Ja, auch indirekter Teamkollege von Marcel Wernicke, fahren beide für B3. B3 allerdings ja aufgeteilt in zwei Teams. Das heckangetriebene Team mit Wernicke und Tuchel und eben die Frontkratzer im Honda um Jens Brettschneider und Sebastian Kühn. 3 Sekunden noch auf der Uhr. Zeit mal wieder unseren Trailer zu schauen. Wir sind dann gleich mit den Rennen zurück und hoffen auf 2 sehr, sehr spannende Umläufe. Bis gleich. Also wenige Sekunden jetzt noch bis zum Start der Einführungsrunde. Wir sehen, die Fahrzeuge sind noch nicht alle im Grid stehend. Ein SRP-Pilot hat sich jetzt gerade aufgemacht, sein Fahrzeug ins Grid zu stellen. Marius Golombek, der Meisterschaftsführende, ebenfalls schon platziert. Ja, der Ablauf wie immer hier in der VRTCC. Wir haben ja 2 Rennen. Rennen 1 wird fliegend gestartet, Rennen 2 dann gleich beendet. Im ersten Rennen also eine Einführungsrunde. Da geht es im Single File um den Kurs. Dann wird im dritten Sektor das Double File
gesetzt, die Formation eingenommen und dann kann der Führende auf der Start- und Zielgeraden das Rennen freigeben. Und der Führende, das ist in diesem Fall Roland Mittag, der lässt sich noch etwas Zeit. Nicht, dass er sich da zu viel Zeit lässt, nein. Kommt also auch noch, jetzt fehlt noch Michael Schöttler und dann kann es auch jeden Moment in die Einführungsrunde reingehen. Ja, die Motoren sind jetzt an und damit dürfte es jetzt gleich losgehen. Jawohl, Roland Mittag lässt seine Vollreifen nochmal etwas durchdrehen, kein Problem. Und bringt die Meute in die erste Kurve. Tja, dann sind wir mal gespannt, ob unsere Tipps doch irgendwie funktionieren, ne? Ja, richtig. Und vor allem Stichwort erste Kurve, die hängt natürlich auch ein bisschen nach innen rein. Und die lädt auch immer so ein bisschen ein, dann doch sein Näschen innen rein zu strecken, obwohl es doch gar nicht so optimal funktioniert. Also die Kurve doch eigentlich recht schnell. Dritte Gangpassage. Deshalb ja eine schwierige Sache zu überholen auf jeden Fall in der ersten Kurve. Ja, aber ich und denke mal, so viele Crashs wie in Marrakesch, denke ich mal, werden wir hier nicht sehen. Definitiv wird es wahrscheinlich nicht so weit kommen. So weit werden wir uns schon mal aus dem Fenster lehnen. Aber ich bin gespannt, wie sich die Fahrer in Kurve 1 dann tatsächlich einsortieren. Dann das Feld auf die Reise geht. 13 Runden, also die Renndistanz, das heißt, ja, knappe 20 Minuten sind etwa zu erwarten. Rennen 1 natürlich etwas länger, da die Einführungsrunde mitzählt. So, und jetzt kommen wir dann zu dem Punkt, wo das Double File gleich eingenommen werden wird. Mal runterbremsen, links rum und dann die letzten beiden Kurven, bevor das Rennen dann gleich freigegeben wird und sozusagen scharf geschossen wird. Ja, man konnte auch gerade schön sehen, wie Roland den Speedlimiter reingedrückt hat, um halt den Speed zu drosseln, so dass die anderen hinten auch aufschließen können und das gemeinsame Feld gleich, wenn er den Start freigibt, dann auch hinter ihm herhetzen kann. Ja, also nochmal die Ausgangsposition, Mittag auf 1, Schöttler auf 2, dann Bräutigam, Schneider auf der 4, Ron Garrett, Thomas Ettich, Thomas Kiefer und Marcel Wernicke. Das sind die Top 8 und jetzt geht's dann auch gleich schon los. Rennen freigegeben, super Start, Roland kommt perfekt weg. Und Bräutigam, glaube ich, direkt schon in den Reden seinem Teamkollegen schon vorbei an Michael Schöttler. Jawohl, Bräutigam geht auf die 2 und Ettich schon vor auf die 4 von der 6. Man muss leider und das war einer, der Kiefer. Ja, Kiefer war da, glaube ich, etwas weit. Jawohl, Kiefer etwas im Abseits im Gras unterwegs. Und das nutzt jetzt, glaube ich, Golombek und in seinem Schlepptau auch Christopher Weicht. Der da eventuell und von hinten Attacke von André Böttcher, der da beim Start einige Plätze verloren hat. Von der 12 ins Rennen gegangen, jetzt nur noch auf der 14. Position. Also der Tabellenzweite, nicht optimal ins Rennen gestartet. Was sagt die Spitze? Mittag führt und Schöttler wieder vorbei an Bräutigam. Schöttler also erneut auf der zweiten Position, Bräutigam auf der 3 und Ettich auf der 4. Dahinter dann Schneider, Garrett unverändert soweit aus der ersten Runde. Kiefer auf der 7 und Wernicke komplettiert die so wichtigen Top 8. Gleiches Rennen 2. Die Stammzuschauer und kundigen Fachleute werden sie wissen. Da greift dann das Reverse Grid und der 8-platzierte startet von der Pole Position. Also dieser Platz besonders beliebt bei den Fahrern. Man sieht schon, Zeitenabstand noch etwas größer werden zu lassen, um nicht arg in Bedrängnis zu kommen vom Zweitplatzierten, deswegen schon 800stel Vorsprung.
Ja, du sagst es knappe Sekunde, also für Roland Mittag. Und wenn er aus diesem Sekundenfenster etwa dann rauskommen sollte, dann ist er relativ sicher erstmal. Oh, und Shotley mit leichtem Quersteherausgangs von Turn 2 war die Nora. 90 Grad Rechtskurve, die trotzdem relativ schnell geht. Können sich jetzt auch etwas absetzen von Thomas Ettig, der hingegen von Marco Schneider unter Druck gerät. Diese langgezogenen 180-Grad-Kurven auch mit den frontgetriebenen Fahrzeugen nicht unproblematisch. Das Heck wird da doch ganz gerne mal etwas leicht. Und wenn man dann einen unglücklichen Gegenpendler erwischt, dann geht man auch ganz gerne mal fliegen. Wie sieht es dahinter aus? Golombek wieder auf der 10, Böttcher inzwischen auf der 13, Kiefer auf der 14, was macht Marc Fangmann, während Mittag die schnellste Runde dreht und damit seinen Vorsprung weiter ausbauen kann. Der Drittplatzierte im Championat nur noch auf der 22. Position, hat dann also gerade einen Platz an Johannes Simon eingebüßt. Und Roland Mittag an der Spitze hat schon 1,7 Sekunden Vorsprung auf dieses Avia-Duo und das ist doch nach zwei schnellen Runden schon relativ komfortabel, aber auch Schöttler und Bräutigam setzen sich sukzessive ab. Da kommt er ziemlich weit raus. Jetzt die Möglichkeit für Bräutigam. Jawohl, geht innen rein und geht vorbei an Michael Schöttler. Der kann jetzt allerdings möglicherweise kontern. Jawohl, das sieht gut aus. Richtung Startkurven. Bessere Linie für ihn, innen rein, aber jetzt gleiches Spiel. Vielleicht kann Bräutigam aus der Kurve heraus mehr Schwung nehmen. Nein, das hat Schöttler gut gemacht und behält damit den zweiten Platz. Also auch viel intern wird da feinstes Racing geboten und nicht zurückgesteckt. Und das ist natürlich die Chance für Ettig und Schneider wieder ranzukommen an die beiden Scirocco-Piloten. Ich hoffe nur, dass das Roland da die Pace nicht zu schnell angeht und seine Reifen irgendwann den Geist aufgeben und nicht mehr so viel Grip liefern, dass er da ins Schwimmen kommt, aber man wird sehen. Jetzt haben wir noch 6 Runden. Oh, Austritt dann noch. Austritt von Ron Garrett. Das hat etwas Schwung gekostet, aber noch keine Position. Mal schauen, ob Thomas Kiefer da vielleicht im Verlauf der Geraden noch profitieren kann. Nein, also Glück im Unglück für Ron Garrett. Und nur den direkten Kontakt zum Vordermann, Marco Schneider, eingebüßt. Und jetzt eben die Meute um Kiefer, Wernicke und Liebenstein im Heck, die natürlich auch, ja, nicht gerade dahinter verweilen möchte und hier eine ruhige Kaffeefahrt einplant, greifen schon richtig an und beißen richtig ins Lenkrad. Von Platz 6 bis Platz 9 sind sie alle drei Hundertstel auseinander. Ich sag mal, wenn Marius Golombek seine Chancen sehen möchte, den 8. Platz irgendwie zu erreichen, sollte er versuchen, doch etwas weiter noch nach vorne zu kommen. Und Shotley gerade mit wildem Drift in die Opel-Kurve. Also man sieht auch im frontangetriebenen Fahrzeug geht's quer. Ja, und du hattest vorhin die Reifen von Roland Mittag angesprochen. Der S60 hat tatsächlich das Phänomen, dass er als frontgetriebenes Fahrzeug häufig die Hinterreifen dennoch mehr beansprucht als die Vorderreifen und die richtig schnell in die Knie gehen. Und gerade hier auf diesem Kurs mit diesen vielen langgezogenen Fahrzeugen könnte ich mir auch vorstellen, dass gerade dieses Fahrzeug über die Distanz hinweg Probleme bekommt mit den Hinterreifen und dadurch in den letzten 2-3 Runden relativ schwer zu kontrollieren sein könnte.
2 Zehntel der Abstand von Bräutigam auf Schöttler, also keine direkte Schlagdistanz. Aber Ettig und auch Schneider sind jetzt wieder halbwegs dran. Und durch Kurve 2, durch Norra, kommt Bräutigam scheinbar immer ein wenig besser durch als Schöttler. Jetzt wieder direkt dran. Schneider konnte irgendwie bisher noch nicht allzu viel zeigen, um ihn nicht vorbeizugehen. Direkten Angriff konnten wir da in der Tat noch nicht sehen. Wie sieht es dahinter aus? Also Kiefer und Wernicke weiter auf 7 und 8. Dahinter dann Liebenstein und Golombek. Golombek, der schielt wahrscheinlich immer noch so ein bisschen auf die 8. Position, aber das wird richtig hart für ihn. Was macht André Böttcher? Er auf der 13. Position und dahinter sehen wir dann Georg Kiefer auf der 14, Brettschneider auf der 15 und Michael Karbach rundet das erste Zeitentableau ab. Preston, Schlockboom, Fiebig und Löschmann dann die Top 20. So, Marc Fangmann und Marc Hildebrand und Johannes Simon bilden sozusagen das Dreierquartett, das Schlusslicht. Ich denke mal, Marc Fangmann durfte da mit der 21. Position nicht allzufrieden zu sein, aber ich denke mal, vielleicht kommt er auch nicht so hundertprozentig klar mit der Strecke oder hat wieder irgendwelche anderen Probleme, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Kann jetzt vielleicht der Angriff folgen von Liebenstein auf Wernicke? Würde da schon mal leichtes Ausfahren aus dem Spiegel an, aber das funktioniert jetzt zumindest noch nicht. Ganz Nora, kommt er hier besser raus? Nein, kann auch nicht mehr Schwung mitnehmen. Also da bleibt alles beim alten Kampf um Platz 2. Bräutigam wieder richtig kranken Schöttler. Oh, Schöttler wieder quer. Das ist sein Fahrzeug doch stark auf Übersteuern natürlich ausgelegt. Der Chirurgie, ein sehr, sehr agiles Fahrzeug auf dem Heck. Ja, und Mittag kann seine 3,5 Sekunden jetzt so halbwegs stabilisieren, also baut sogar noch ein bisschen aus. Das sieht doch gut aus für Roland Mittag und seinen Volvo S60, aber wie gesagt, da müssen wir vielleicht auf die letzten 1-2 Runden achten, dass über die komplette Renndistanz funktioniert. Schöttler und Bräutigam jedenfalls weiter im harten Infight, aber so richtig profitieren konnte Thomas Ettig davon noch nicht. Auch Marco Schneider kommt nicht so richtig in eine Angriffsposition gegenüber Ettig und Ron Garrett, der hat sich wieder freigeschwommen von Thomas Kiefer und Marcel Wernicke, zumindest ein wenig, und kann langsam aber sicher die Ampel wieder nach vorne aufschließen. Jetzt vielleicht der Angriff. Bräutigam steckt nochmal zurück. Jetzt möglicherweise die Chance für Bräutigam. Geht er innen rein? Ja, setzt sich daneben und geht wieder vorbei an Michael Schöttler. Diesmal scheint es funktioniert zu haben. Schöttler kann nicht direkt runter. Ja, Markus Schneider wird so langsam nervös und zeigt sich des Öfteren im Rückspiegel von Thomas Ettig. Ich denke mal, da dürfte vielleicht auch demnächst entstehen oder zumindest der Versuch dazu. Und jetzt die Frage: Kann Bräutigam sich möglicherweise absetzen von seinem Teamkollegen? Und da kommt er ein bisschen weit raus, ein bisschen aus der Rast gekommen, aber scheinbar kein Problem. Sieht aber so aus, als ob Schöttler die Pace mitgehen könnte, zumindest jetzt die halbe Runde lang. Vielleicht kann er ja dann wieder auf der Flying Straight, auf der langen Gerade, auf der Start- und Landebahn angreifen. Sieht aber jetzt relativ gut aus für Bräutigam. Dahinter der Abstand auch relativ. Eben stand jetzt allerdings unter Druck von Golombek. Der muss jetzt auch langsam, aber sicher die Attacke wagen.
wenn er den Zug Richtung Top 8 nicht abfahren lassen will. Da ist schon eine kleine Lücke zwischen Liebenstein und Wernicke. Jetzt vielleicht die Möglichkeit zu kreuzen für Golombek. Das sieht halbwegs gut aus, denn Liebenstein mit einem kleinen Fehler, aber auch Golombek mit einem Quersteher schafft es trotzdem, setzt sich innen rein und geht vorbei. Jetzt vielleicht die Chance für Liebenstein zu kontern. Muss noch innen rein und Golombek macht jetzt die Innenbahn zu. Hier sehen wir nervös die Fronttriebler auf der Hinterachse sind. In diesen langgezogenen Kurven. Die musste sich da gerade eben richtig zusammenreißen, damit der Christopher Reicht sein Problem des Schlackerns vorne nicht vorbeizukommen. Ja, Golombek geht jetzt erstmal vorbei an Ortmann Liebenstein. Bleibt noch die höhere Wernicke. Das sind momentan 1,5 Sekunden. Ja, das ist natürlich schon eine Lücke, die nicht ganz einfach zuzufahren sein wird. Zumal er ja weiterhin unter Druck steht. Also, Liebenstein geht jetzt Liebenstein rein in die letzte Kurve. Das war schon ein Husarenritt. Also, das war, sagen wir mal, die englische Härte, die er da ausgepackt hat. Wieder vorbei an Golombek und der verliert gleich noch einen Platz an Marcel T. Wird jetzt natürlich nicht erfreut sein über dieses Manöver von Liebenstein. Sich gerade mühevoll an Liebenstein vorbeigearbeitet und jetzt gleich wieder 2 Positionen eingebüßt. Also die Top 8 damit für ihn erstmal wieder in weiter Ferne. Wie sieht es an der Spitze aus? Bräutigam kann jetzt die 4,8 Sekunden Rückstand auf Mittag stabilisieren. Und Schöttler muss ein wenig abweisen lassen. 7/10 sind das. Ettich gegen Schneider, der geht weiterhin heiß her. Dann Garrett und Kiefer hat sich wieder rangearbeitet an Ron Garrett. Also, Kiefer Racing Team lässt sich nicht lumpen und das könnte tatsächlich dann die beste BMW-Platzierung für Thomas Kiefer in Grid 1 werden. Mit dem 7. Platz. Wir scheinen die Position jetzt halbwegs bezogen auf den ersten 3 Plätzen. Wie sieht's dahinter aus? Golombek an T dran. Die allerdings doch eher fast nach hinten orientieren. Ja, Christopher Weicht, das sah kurzzeitig nach einem ähnlichen Manöver wie eine Runde zuvor bei Liebenstein aus, dann aber doch zurückgezogen. Und für Liebenstein sind es jetzt 2 Sekunden, die er in 3 Runden aufholen müsste auf Marcel Wernicke. Da müsste er zusätzlich noch eine Attacke anbringen können. Also das wird schwierig mit dem 8. Platz. André Böttcher weiterhin auf der 13 und der Meisterschaftsdrittplatzierte Marc Fangmann ja auf der 21. Also das läuft alles andere als optimal für die beiden, die heute möglicherweise einiges an Punkten einbüßen könnten. Zweikampf Ettich gegen Schneider, das hat sich auch noch nicht auseinander dividiert, also Schneider weiterhin direkt dran an Thomas Ettich. Aber jetzt hat er auch Ron Garretts wieder direkt im Schlepptau. Also der Niederländer hat sich nach seinem kleinen Fehler zu Rentenbeginn wieder rehabilitiert und an diese Gruppe und Ettich und Schneider herangefahren und kann jetzt möglicherweise in den letzten 2 Runden noch die eine oder andere Position gut machen. Ja, nun geht es natürlich nicht in den Plan von Schneider, der natürlich an Ettich vorbei wollte, jetzt sich aber nach hinten orientieren muss, dass der Herr Garrett mit seinem Platz verhindert. Ja, das kann natürlich sehr, sehr schnell gehen, dass man da nach vorne ein Manöver plant und eine Position verliert.
Das muss natürlich auch, da muss natürlich auch Ron Garrett aufpassen, denn Thomas Kiefer natürlich auch direkt hinten bei ihm dran. Und das staut sich jetzt so richtig schön zusammen. Ich denke mal, Marcel Wernicke könnte dadurch vielleicht nochmal in Versuchung kommen, wenn der Zug da vorne noch weiter von Thomas Ehrlich aufgehalten wird, noch ein paar Plätze zu machen. Was ist da passiert? Liebenstein hat scheinbar einige Plätze eingebüßt. Liebenstein nur noch auf der 13. Position. Und Georg Kiefer fällt zurück. Nein, Jens Brettschneider. Jens Brettschneider zurückgefallen. Wer war denn das jetzt? Oder die beiden haben die Position getauscht. Ich glaube, Georg Kiefer und Jens Brettschneider waren da im heftigen Zweikampf. Ja, auf jeden Fall Liebenstein nur noch auf der 13. Jetzt also auf der 9. und Golombek wieder auf die 10 nach vorn gekommen. So, letzte Runde jetzt. Die ersten drei Plätze sollten eigentlich sicher sein, aber auch bei Schüttler scheinen vielleicht die Reifen etwas nachzulassen, denn das sind auch nur noch, ja, jetzt ist wieder eine Sekunde, gerade eben waren es nur 6 Zehntel, die er da Vorsprung hatte auf Thomas Ettich, aber jetzt hier also der Dreikampf um Platz 4, 3, 4, vielleicht sogar 5 Kampf. Ganz vorne Ettich und Schneider. Und Schneider scheint es tatsächlich jetzt möglicherweise in der letzten Runde probieren zu können. Ettich macht ihnen dicht und kommt ein bisschen weit raus. Muss da alles an Fahrzeugkontrolle aufbieten, um das Auto nicht zu verlieren. Und jetzt vielleicht die Möglichkeit für Schneider. Verliert da etwas schon, aber Ron Garrett sehr, versucht sehr gut. Sich. Aus der Kurve. Schneider mit leichtem Quersteher. Ich kann sich also für den Moment behaupten. Jetzt geht es dann in die letzte Hälfte der letzten Runde. Wernicke greift Kiefer an. Ja, Wernicke und Kiefer da side by side. Kiefer behauptet sich aber für den Moment. Und jetzt geht es dann schon Richtung Start und Ziel. Ja, und wir wollen natürlich nicht den Zieleinlauf von Roland Mittag verpassen, der den ersten Sieg seiner Karriere in der VRTCC einfährt, zumindest in Grid 1 und damit auch den ersten Volvo S60-Sieg überhaupt in der VRTCC, besiegelt Bräutigam auf der 2 die Wiederauferstehung von ihm. Schöttler rundet das gute Avia Indigo-Ergebnis ab und dahinter dann Thomas Ettich auf der 4, Marco Schneider auf der 5, Ron Garrett auf der 6, Thomas Kiefer auf der 7 und Wernicke auf der 8. Da hat sich also in dieser Kampfgruppe nichts mehr getan. Auf der 9 Marcel T. und Marius Golombek rundet die Top 10 ab. Auf der 11 Christopher Weicht, auf der 12 André Böttcher, auf der 13 Markus Liebenstein, auf der 14 Georg Kiefer, auf der 15 Jens Brettschneider, auf der 16 Michael Karbach, auf der 17 Roland Preston, auf der 18 Tobias Schlottbohm, auf der 19 Ronny Fiebig, auf der 20 Lars Löschmann, auf der 21 Marc Fangmann, auf der 22 Marc Hildebrand, auf der 23 Jonas Simon. Ja, also das Rennen 1. Um die Spitzenposition war es nicht ganz so spannend wie gewohnt, aber dahinter ging es munter zur Sache. Mehrfache Positionswechsel zwischen Bräutigam und Schöttler, also teaminterner Fight der Extraklasse, den uns die beiden Avia Jungs da geliefert haben. Und ich hoffe mal, in Lauf 2 wird es ähnlich spannend, wenn nicht sogar noch spannender, denn wir haben ja natürlich vorhin bereits angemerkt, das Reverse Grid, das heißt, wir werden gleich Marcel Wernicke auf der Pole Position sehen. Thomas Kiefer auf der 2, Ron Garrett auf der 3, Marco Schneider auf der 4, Essig auf der 5, Schöttler 6, Bräutigam 7 und Roland Mittag wird vom 8. Startplatz aus starten. Ja, man darf gespannt sein, wie Roland den Start erwischt und vorne sich wieder anreihen kann, um halt das komplett heute über die Bühne zu bringen. Ja, definitiv wird das ein heikler Moment gleich für Roland Mittag am Start, denn ja, wir haben es glaube ich schon mehrfach angesprochen, der S60 nicht gerade ein Startwunder.
Man muss da doch sehr, sehr aufpassen, um nicht komplett dem Wheelspin, im Wheelspin unterzugehen, da Position um Position zu verlieren. Ich hoffe, er hat es halbwegs geübt im Vorfeld und kann da gleich einen ganz guten Start zeigen, um dann im Rennen vorne mitmischen zu können. Denn dass er die Pace hat, haben wir in Rennen 1 gesehen, hat einen souveränen, fehlerfreien Lauf hingelegt und ja, den Sieg eingefahren für Roland Mittag und SF Motorsport natürlich ein klasse Erfolg. Und es ist ihm auch zu gönnen, da er sehr oft so ein großes Pech hatte. Wir erinnern uns an Marrakesch oder an Spa letzte Saison, wo er vom 4. Startplatz auch eine gute Ausgangsposition hatte und am Schluss mit fast leeren Händen dastand. Ich denke mal, dadurch, dass Marius Golombek sich die Platz 10 gesichert hatte im ersten Lauf, könnte er durch den guten Start der BMWs vielleicht noch Platz 8, also Roland sozusagen, greifen. Wäre das für ihn natürlich eine bessere Ausgangsposition, um in der Meisterschaft weiter noch Punkte einheimsen zu können. Und ein Fahrzeug hat das Rennen verlassen. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. War es Johannes Simon? Ich glaube, Johannes Simon nicht mehr dabei. Ja, leider. Ja, die Ampel gehen an und das Rennen wird in diesem Moment freigegeben. Raketenstart von Kiefer kommt da aus den ersten Metern zumindest besser weg wie Wernicke. Der kann sich aber behaupten. Also Wernicke bleibt auf der 1, Garretts auf der 3 und da hinten Da geht hinten. ein BMW von My3ID und ein weiterer Kiefer BMW, also hier auf dem Fall auch im Gras unterwegs und das war, glaube ich, André Böttcher. Wenn mich nicht alles täuscht, ja, André Böttcher nur noch auf der 21. Position, also denkbar schlechte Ausgangsposition jetzt hier in Lauf 2 für den Tabellenzweiten und oh, Michael Bräutigam kommt leicht ins Schleudern, kann seinen Scirocco aber noch abfangen, muss ich jetzt aber gegen Marius Golombek. Da wäre der direkt im Kofferraum des Sciroccos. Kann er da eine Attacke setzen? Wird jetzt spät auf der Bremse sein, aber Bräutigam ebenso spät und kann die Position damit behaupten. Sortieren wir das Feld kurz ein. Wernicke auf der 1, Kiefer auf der 2, Garrett auf der 3 und Thomas Ettich auf der 4, hat sich also wieder direkt beim Start wie schon im Rennen 1 vorbei geschoben an Marco Schneider. Also Marco Schneider wird heute Nacht auch mit Sicherheit vom Heck des Sciroccos von Thomas Ettich träumen. Und ich weiß nicht, ob der Traum so schön ausfallen wird. Ja, ich denke mal auch, er wird wahrscheinlich diese Nacht von mir ins Leben reißen, als wie es im Griff ist. Aber ich sage mal, so wie ich es am Start schon prognostiziert habe, Golombek in dem Sinne hat sich gleich wieder drei Plätze gekascht und somit seine Position doch wirklich verbessert. Ja, und was hat Roland Mittag gemacht? Von der 8. Position zurückgefallen auf die 13. Position. Also kein guter Rennstart für ihn. Da ging es einige Positionen nach hinten. Marc Fangmann mit ganz passablem Start, schon auf der 16. Muss allerdings auch schon kämpfen mit Marc Hildebrandt. Die sind da im heftigen Infight. Und ja, ich denke, wir dürfen jetzt über den Rennverlauf ein spannendes Rennen sehen. Denn wir haben gesehen, dass Wernicke und Kiefer den Speed zwar halbwegs mitgehen können, die Spitze aber doch ein bisschen schneller war. Also vor allem Michael Bräutigam, der hier noch im Paket drin ist, denn Roland Mittag war jetzt, oh, jetzt geht er wieder zurück. Also da hinten tobt gerade mächtig. Eieieiei, da tobt richtig mächtig. Mittag gegen Weicht dürfte das sein. Ja, oh, und Ronny Fiebig geht da innen. Ich glaube, etwas zu aggressiv in die Kurve, wenn ich es richtig gesehen Oh, habe. Und jetzt dreht Mittag er! geht quer und verliert einige Positionen. Fangmann vorbei, geht auch noch sein Teamkollege Hildebrand vorbei. Nein, kann sich vor dem Honda von Marc Hildebrand einsortieren. Also Roland Mittag nur noch auf der 15. Position. Heftiges Kuddelmuddel also im Mittelfeld. Wer davon unter anderem stark profitiert, also ist Tobias Schlockhohn, der schon auf der 10. Position liegt. Und damit verglichen mit Rennen 1 eine wunderbare Ausgangsposition hier vorweisen kann. Und da vorne geht es wieder heiß her. Das ist, glaube ich, ja wieder Schöttler war es dieses Mal gegen Golombek in der
letzten Kurve, in der gleichen Kurve, in der auch Liebenstein in Rennen 1 dieses Manöver gegen Golombek gesetzt hat. Ja, und Schöttler will vorbei an Golombek, das sieht man. Kommt jetzt auch besser raus aus Turn 1 Richtung Norra. Wird er da jetzt auch mit der besseren Linie bestückt, aller Voraussicht nach an Marius Golombek vorbeigehen können. Positioniert sich innen, bremst früh genug, kommt nicht zu weit raus und holt sich den Platz von Golombek, geht also auf die 7. Position nach vorn. Die Spitze Wernicke, Kiefer, Garrett, Ettich und auf der 5 Markus Schneider, unverändert. Dann also Bräutigam und Schöttler und dahinter Golombek und Thie. Die zeigt sich des Öfteren bei Marc Fangmann hinten im Rückspiegel. Bei Marius Golombek, Entschuldigung. Ich denke mal, da möchte er wahrscheinlich auch bald ansetzen zu überholen. Bräutigam schließt die Lücke nach vorne hin zu Marco Schneider. Das waren 8 Zehntel. Schauen, wie viel es jetzt bei Start und Ziel sind. Ja, jetzt sind es noch 6 Zehntel, also da 2 Zehntel abknabbern können. An der Spitze sieht es so aus, als ob Marcel Wernicke erstmal so eine kleine Lücke aufbauen konnte zu Thomas Kiefer. 7 Zehntel, das ist relativ sicher. Ein Fehler kann sich Wernicke natürlich nicht erlauben, aber mit 7 Zehntel muss er zumindest nicht mit einem Angriff von Kiefer rechnen. Und dann ja auch wieder eine kleine Lücke zu Ron Garrett, der jetzt unter Druck gerät von Thomas Ettich und Marco Schneider. Bräutigam jetzt dran, 4 Zehntel noch, also wieder 2 Zehntel gewonnen. Der ist also heute heiß. Der will es heute wissen, nach dem 2. Platz in Rennen 1, jetzt wieder gute Ausgangsposition. Vielleicht kann er es nochmal aufs Treppchen schaffen und somit ja, die Schmach und Marakes wieder wettmachen und einige Punkte in der Meisterschaft aufholen. Wie sieht es bei André Böttcher aus? Der Zweitplatzierte in der Meisterschaft auf Platz 20. Der hat da auch eine Lücke vor sich zu Lars Löschmann, das sind 3 Sekunden. Also für ihn wird es wahrscheinlich schwierig, da noch viele Positionen im zweiten Rennen gut zu machen. Stein unterdessen an Schlottbohm vorbeigegangen. Hier also den E46 gekrallt. Mit einem schönen 6-Zylinder-Sound. Und Schlottbohm kommt hier auch ein bisschen weit raus. Turn 1. Musste also jetzt dann abreißen lassen, hat aber dahinter eine komfortable Lücke von 3 Sekunden, also der 11. Platz, momentan noch relativ ungefährdet für Tobias Schlottbohm. Und Wernicke scheint die Tendenz weiter aufrechterhalten zu können. 1,2 Sekunden bis jetzt, die er auf Kiefer mittlerweile herausfahren konnte. Aber Kiefer natürlich ebenfalls stark unterwegs, also das ist erst das 4. Event in einem BMW für Thomas Kiefer. Beziehungsweise ist natürlich erst das 3. Event, denn in Marrakesch war er natürlich nicht dabei, da hat er sich ja abgemeldet, Strecke für untauglich gefunden und somit ja, der Crash-Orgie entgangen und lieber das Provisional gezogen. Das gleiche Phänomen, das wir schon in Rennen 1 bewundern durften, deutet sich auch wieder in Rennen 1, Rennen 2 an. Thomas Ettich mit seiner Gedächtnislackierung vor Marco Schneider im SRP-Look.
Ich denke mal, der Marco durfte damit nicht allzu sehr zufrieden sein. Zumal er ja des Öfteren jetzt mehr in den Rückstand kommen muss, weil Stück für Stück immer näher kommt. Man sieht es auch hier, muss er gerade auf die Kampflinie fahren, um ihm halt zu sehen, Sorry, wenn ich dich unterbreche. Und jetzt der Angriff von Bräutigam. Kleiner Fehler von Schneider. Den könnte Bräutigam gleich knarrend ausnutzen. Hat jetzt die bessere Innenposition, aber kann nicht spät genug bremsen. Also Schneider behauptet sich da. Wie sieht's dahinter aus? Dann der Abriss. Oh, Bräutigam weit raus. Da hat er Glück gehabt, dass er nicht mit dem Hinterrad aufs Gras gekommen ist. Das wäre nämlich dann in einer astralen Pirouette geendet. Hätte in einer Pirouette geendet. Da reicht der kleinste Kontakt mit dem Hinterreifen und dem Gras und das Fahrzeug fliegt ab dieser Position. Gerade weil da so eine Kante entsteht, dadurch, dass die Strecke leicht überhöht ist. Hat also nochmal Glück im Unglück gehabt hier. Die weite Linie musste ja zwar in Kauf nehmen, aber konnte sowohl an Schneider dranbleiben als auch sein Auto auf Kurs halten und wird jetzt hier weiter versuchen zu attackieren. Tja, der Führende aus dem ersten Rennen am Mittag, vorhin noch auf Platz 14, jetzt mittlerweile auf Platz 13, also er robbt sich auch so langsam nach vorne, hat auch nicht mehr allzu großen Rückstand wie ins Brettschneider. Ich denke mal, vielleicht, wenn er Glück hat, dürfte er sich die noch krallen, bei noch einigen Runden verbleibend. Golombek muss sich gegen T wehren und T muss da kurz ins Kiesbett von Andersdorp ausweichen. Ja, zu zweit geht es da eben nicht vollständig durch. Das ist der Nachteil, wenn man es außenrum versucht. Und jetzt hat er auch gleich eine Position verloren gegenüber Markus Liebenstein. Also die zurück auf die 10. Und Liebenstein vor auf die 9. Ja, und auch Tobias Schlockbohm ist da wieder dran. Oh. Sowohl von T als auch von Schlockbohm. Kleiner Quersteher. Aber ausgebügelt und abgefangen. Also auch in dieser Kuppe geht's noch heiß her, aber natürlich davon. Da interessiert es uns wirklich. Kiefer kann den Abstand jetzt wieder etwas verkleinern. Eine Sekunde noch, der Rückstand auf Wernicke. Wir haben ja im Verlauf des Rennens gesehen, dass Kiefer und Wernicke in Rennen 1 ungefähr gleich schnell über die Distanz waren. Leicht schafft es Thomas Kiefer also tatsächlich nochmal, sich an Wernicke ranzurobben. Ja, und Ettich kann Marco Schneider einfach nicht abschütteln. Aber Schneider kann auch keine Attacke setzen. Also die zwei nehmen sich auch absolut nichts. Ja, ich denke mal, Marco Schneider wird es wahrscheinlich wieder versuchen, erst in den letzten Runden oder vielleicht sogar in der letzten Runde einen Angriff zu setzen, weil er es einfach nicht probieren will, zu früh irgendwas zu machen. Und dadurch vielleicht jetzt doch. Oh, jetzt vielleicht möglicherweise doch. Nein, hat er zu gut. Aber Michael Bräutigam könnte dadurch jetzt profitieren. Ja, durch diese unterschiedlichen Linienwahlen, die man hier gerade in den überhöhten Kurven haben konnte, wir haben es auch im Qualifying gesehen, Bräutigam, der diese Opel-Kurve hier zum Beispiel auf zwei Scheitelpunkte nimmt, kann man, sieht es immer so aus, als ob ein Angriff möglich wäre oder vielleicht ja, die Fahrzeuge sich ziemlich nahe kommen, aber im Auto wird es dann wahrscheinlich gar nicht so dramatisch wie hier von außen betrachtet. Jetzt deutet sich möglicherweise die Chance an. Nein, kam da zwar im Verlauf der lang gezogenen Rechtskurve etwas näher an Marco Schneider ran, aber konnte nicht ausscheren und in reinstechen, wie wir es schon in Lauf 1 gesehen haben von Liebenstein gegen Golombek. Ja, 7/10 sind jetzt noch an der Spitze, also es sieht tatsächlich so aus, als ob Thomas Kiefer langsam aber sicher die Lücke schließen könnte.
schwierig wird's allemal. 5 Runden sind noch zu fahren. Inklusive dieser. Das ist also die Zeit, die ihm noch bleibt. Auch Ron Garrett. Und das sieht jetzt doch schon nach wesentlich weniger als 7 Zehnteln aus. Jawohl, das sind nur noch 3 Zehntel, die Thomas Kiefer hinter Marcel Wernicke liegt. Und es sieht so aus, als ob wir jetzt hier gleich in Lauf 2 einen astreinen Kampf um den Sieg erleben dürften. Wie man es natürlich sich nur wünschen kann. Der ist absolut dran. Thomas Kiefer ist dran. Innerhalb von weniger Kurven hat er sich da jetzt komplett rangeschoben an Marcel Wernicke. Von außen war von Wernicke kein Fehler zu erkennen. Oder hast du was gesehen, Stefan? Nein, leider nicht. Aber ich denke mal, wenn sie sich jetzt beide... sehr da dran. Boah. Also brutal nah jetzt dran. Wenn sie sich beide gegenseitig zu hart regieren, könnte Ron Gerens der lachende Dritte sein. Bräutigam vorbei an. Da hat sich einiges verschoben. Bräutigam und Ettich im harten Fight. Nein, das sind Schöttler und Ettich. Aber Ettich behauptet sich zumindest vor Schöttler. Hat ihn da aber auch sehr aggressiv da an die Wand gedrückt. Ihm da nur den nötigsten Raum überhaupt gelassen, um noch durchfahren zu können. Also Schneider vorbei an Ettich und in diesem Zuge wahrscheinlich auch gleich Bräutigam durchgeschlüpft. Oder Ettich hatte einen kleinen Fehler drin, das können wir jetzt von dieser Seite aus schlecht beurteilen. Da aber auf jeden Fall ein Positionswechsel vorgefallen. Schneider jetzt also auf der 4 tatsächlich mal vorbeigekommen an Thomas Ettich, der sich jetzt nur noch auf der 6 vorfindet und Michael Schöttler in seinem Schlepptau hat. Wir müssen aber wieder an die Spitze, denn auch hier geht es extrem heiß her. Kiefer, glaube ich, etwas zu früh auf der Bremse hier oder Wernicke zu spät. Nein, das geht sich aus. Wernicke weit draußen, aber auch Kiefer. Wernicke macht es nicht, Kiefer versucht es außen rum. Und Wernicke zieht da wieder etwas in die Linie. Also vom Reglement eigentlich nur ein einmaliges Linienwechsel gestattet. Das war jetzt schon etwas an der Grenze. Leicht querer stehen. Und jetzt versucht Kiefer innen rein. Nein, das hat getäuscht. Hat er nur ein bisschen länger stehen lassen. Also wunderbarer Kampf jetzt um die Spitzenposition zwischen Marcel Wernicke, Thomas Kiefer und Ron Garrett. Ja, und wenn die sich weiter so bekriegen und die Rundenzeiten weiter so im Keller gehen, 1:39,6 haben wir jetzt noch, das war über eine Sekunde langsamer als die Runde davor, dann kann möglicherweise auch Marco Schneider noch aufschließen und vielleicht sogar Michael Bräutigam. Gut, wir haben nur noch 3 Runden, aber es ist alles möglich. Ja, man kann immer sehen, dass Wernicke auf der Geraden Thomas Kiefer immer etwas davon ziehen kann, aber wenn es in diesen Kurvenbereich geht, Kiefer wieder näher rankommt. Also ich denke mal, da ist die Abstimmung doch eher unterschiedlich. Der eine eher auf Topspeed und der andere versucht mehr mit mehr Anpressdruck den Kurvenbereich besser hinzukriegen. Ja, und Kiefer muss jetzt sogar aufpassen, denn Ron Garrett auch absolut an ihm dran. Zeigt sich da schon mal vorsichtshalber im Rückspiegel. Ah, das sah haarscharf aus, dass der Thomas Kiefer sich da zu sehr verbremst hat und weit ausholen musste. Schauen wir mal auf die restlichen Positionen. Also Golombek weiter auf der 8 vor T. Ebenstein auf den 10. Mittag hat sich vorgeschoben auf die 11, also schon vorbei an Schlottboom. Kann da vielleicht auch noch Ebenstein, das ist eine Sekunde, also vielleicht möglich in den verbliebenen 2,5 Runden. Dann haben wir Fangmann auf der 15 und was macht André Böttcher? Immer noch auf der 20. Position. Also es geht nicht vorwärts für André Böttcher. Das wird ihm auch nicht schmecken heute, das Ergebnis. Vorletzte Runde jetzt. Für Wernicke, Kiefer, Garrett und die nachfolgenden Fahrer. Und es sieht so aus, als ob sich Marco Schneider da tatsächlich ranfahren könnte. Eine Sekunde jetzt noch, der Abstand zu Ron Garrett. Das wird natürlich eng. 2 Runden noch zu fahren und Michael Bräutigam im Schlepptau, der die Lücke aufgeschlossen hat. Was da passiert? Ettich gerade in dem Moment zurückgefallen.
auf die 8. Position. Schöttler vorbei an Ettich und auch Golombek vorbei an Thomas Ettich. Da gab es also auch wieder eine etwas größere Aktion, die wir leider nicht im Bild verfolgt haben. Ich denke mal, wir wissen ja auch nicht, was vorhin passiert ist bei Thomas Ettich. Vielleicht hat er da auch schon leichten Schaden bei der Aufhängung, was ja bei diesen Autos sehr, sehr schnell passieren kann und kann vielleicht daher nicht mit dieser Pace gehen, die er vorher gehen konnte. So, und es sieht tatsächlich so aus, als ob wir jetzt gleich 5 Fahrer innerhalb von einer guten Sekunde haben und so in die letzte Runde reingehen. Aber Kiefer war auch schon mal näher dran. Also hat nicht mehr diese absolute Schlagdistanz wie vor ein paar Runden, wo Marcel Wernicke sprichwörtlich oder buchstäblich im Kofferraum saß. Aber ich denke mal, vielleicht sagt sich Thomas auch, Mensch, okay, hat keinen Sinn, wenn ich mich mit ihm vorne anlege, könnte es passieren, dass da ein Kontakt kommt und der Gerrits durchschlüpft und so lieber den zweiten Platz behalten möchte und vor Gerrits ins Ziel kommen möchte. Also, letzte Runde jetzt für dieses 5er-Paket. Wird's nochmal eng um den Sieg? Das ist die Frage. Oder kann Gerrits vielleicht noch einen Angriff setzen auf Kiefer? Wir haben hier schon alles gesehen, also es ist alles möglich zwischen diesen 5ern. Wobei der Abstand zu Schneider und Bräutigam doch jetzt wieder etwas angewachsen ist. Dahinter dann auf der 6 Schöttler, auf der 7 Golombek, also der Meisterschaftsführende, zieht sich passabel aus der Affäre, wird damit aber auch nicht so viele Gewichte abbauen, wie vielleicht gewünscht. Belair aber natürlich im Gegenzug auch kaum Punkte auf seine direkten Verfolger, beziehungsweise auf diese wird er sowieso ausbauen, denn Böttcher und auch Fangmann heute nicht mit dem optimalen Rennwochenende. So, und jetzt wird es nochmal heiß. Kiefer wieder extrem nah dran an Wernicke. Uiuiui. Da kam es also ganz kurz. Das war ganz kurz vor dem Kontakt. Gegen gerade jetzt. Eigentlich so die letzte richtige Möglichkeit. Dann geht es eigentlich nur noch mit einem Harakiri-Manöver. Ah, Wernicke wieder in Querdrift. Aber kann sich halten, kann sein Auto auf der Strecke halten. Jetzt noch um diese langgezogene rechts und dann nochmal einmal um geslaved, um diese langsame Linkskurve rum. Und dann geht's raus Richtung Stopp und Ziel. Und da hinten gab es nochmal einen Kontakt. Also Wernicke holt sich auf jeden Fall den Rennsieg vor Kiefer, Gerrits und Bräutigam wartet er, lässt Marco Schneider noch durch, holt sich den 5. Platz, also da gab es wohl Kontakt zwischen Bräutigam und Schneider, der allerdings dann fair gewartet hat, Michael Bräutigam, Marco Schneider nochmal durchgelassen hat und Michael Schöttler hat es tatsächlich geschafft, ist nochmal an Marius Golombek vorbei, der also auf der 7, T auf der 8, Ebenstein auf der 9 und Thomas Ettich am Schluss dann tatsächlich nur noch auf der 10 angekommen. Also Ettich weitere Positionen eingebüßt. Auf der 11, Roland Mittag, Dermot dürfte er so ziemlich zufrieden sein. Erster Rennen, erster, zweiter, 11. Wobei vom Platz 8 gestartet, ziemlich weit nach hinten, also noch gute Aufholjagd geleistet. Auf der 12 Tobias Schlottbohm, auf der 13 Christopher Weicht, auf der 14 Jens Brettschneider, auf der 15 Marc Fangmann, auf der 16 Roland Preston, auf der 17 Ronny Fiebig, auf der 18 Marc Hildebrand, auf der 19 André Böttcher, auf der 20 Lars Löschmann. Auf der 21 Michael Karbach, auf der 22 Georg Kiefer. Ja, und Johannes Simon hatten wir ja schon beim Start zu Rennen 2 verloren, der also mit technischem Problem aller Voraussicht nach vom Server geflogen. Ja, VRTCC typisch, mag man sagen, wieder 2 absolut enge und spektakuläre Rennen, gerade das zweite Rennen hat dann doch nochmal einen schönen Kampf um den Sieg geliefert, auch wenn es keinem Überholmanöver mehr kam. Und ich denke, von hier ist alles gesagt. Wir geben noch mal kurz ab an die diversen Trailer und sind dann mit den Interviewgästen zurück. Also bis gleich.
Ja, wir sind zurück mit potenten Interviewgästen, mag man sagen. Wir haben die beiden Laufsieger, Roland Mittag in Lauf 1 gewonnen und Marcel Wernicke in Lauf 2 bekommen hier am Mikrofon. Fangen wir an mit Roland Mittag. Ja, Roland, das war doch ein super Start ins Rennwochenende mit der Pole Position gleich im Qualifying. Ja, ich war dann auch ein bisschen erstaunt, dass niemand anders da in die Nähe gekommen ist, sage ich mal. Es war ein bisschen zu warm für jetzt die Top-Zeiten, die im Tracker zum Beispiel standen. Ansonsten ja, war es okay, ich hatte mal meine Nerven im Griff und ja, eine ganz ordentliche Runde dann getroffen. Ja, und dann in Rennen 1 historisches Erlebnis in der VRTCC, der erste Volvo S60-Sieg überhaupt und natürlich auch der erste Sieg für dich. Wie war das Rennen für dich? Du konntest dich ja relativ früh absetzen. Gab es trotzdem die ein oder anderen Bedenken Richtung Rennende, dass da noch irgendwas passieren könnte? Ja, also vorher hatte ich gedacht, ja gut, die Rennpace ist jetzt nicht so überragend. Schauen wir mal, wie das wird. Reifen war natürlich bei den Temperaturen auch ein Thema, hatte ich mir vorher schon gedacht. Ja, dann beim Start in Kurve 2 rein wäre es fast schief gegangen. Habe ich ein bisschen überbremst. Gut, dass Michael da aufgepasst hat. Ja, dann wo ich einmal eine Sekunde oder so rausgefahren hatte, hat sich dann auch die Aufregung gelegt gehabt und dann ging es eigentlich, ja, war wie Training im Prinzip. Dann am Ende, letzte Runde, glaube ich, noch eine Reifenwarnung bekommen. Die Reifen waren dann also wirklich im Arsch, kann man sagen. Ja, aber hat trotzdem gut funktioniert. Ja, dann Rennen 2, wahrscheinlich beim Start das typische S60-Phänomen. Er kommt Ja. einfach nicht weg oder ging es ganz gut und es gab dann ein Problem danach. Also wir haben gesehen, du warst da in einem wilden Zweikampf mit diversen Piloten kurzzeitig in diesen vielen 180-Grad-Kurven und dann kam auch dein Teamkollege Ronny Fiebig durchgeschossen. Oh ja, das war glaube ich so die schlimmste Aktion in Rennen 2, auch von meiner Seite aus. Nee, beim Start totalen Blackout gehabt. Ich habe einfach mal einen Gang vergessen reinzumachen. Also ich starte ja mit Kupplung auf Knopf, weil habe ja nur Driving Force GT, also kein Kupplungspedal. Habe halt Kupplung gedrückt, ja, und dann aber vergessen Gang einzulegen. Also habe Kupplung kommen lassen und war aber nur Leerlauf drin, war also ein bisschen blöd. Ja, und dann hat mich irgendein BMW von hinten getroffen, nochmal sorry deswegen. Ja, dann ging es erstmal so weiter. Zum Glück die erste Kurve ja rechtzeitig, da konnten nicht alle gleich wegfahren. Ja, und dann waren wir halt mitten im Mittelfeld drin. Und ja, dann sind halt die Geschwindigkeitsunterschiede teilweise doch ganz schön gravierend. Also trotz, dass wir jetzt hier alle an Grid 1 sind, hätte ich das jetzt nicht so erwartet, dass in manchen Kurven, ja, das ist dann manchmal ein bisschen komisch, wenn man dann merkt, huch, wenn ich jetzt nicht bremse, dann geht's schief. Na, dann hatte ich einen Zweikampf mit Christopher Weicht, glaube ich. War ein bisschen komisch. Kurve 2 angebremst. Er hat mich fast aufs Gras rausgedrückt. Okay, es ging gerade noch gut und dann war er außen und ich innen und keine Ahnung, wer jetzt, das muss ich nochmal angucken, wer jetzt wem reingefahren ist. Jedenfalls war er dann quer vor mir, hat dann praktisch über die ganze Wiese abgekürzt. Ich habe dann langsam gemacht, um ihn erstmal wieder vorne zu lassen und dann kam halt Ronny von hinten. Ich glaube, der hat sich dann auch verbremst und ist dann halt, ja, durchgerumpelt. Gut, Sah dann. auf alle Fälle spektakulär aus, muss man sagen. Ja gut, schön, dass es im Stream war. Ja, nö. Ah, dann hatte ich noch ein ziemlich schönes Manöver in der zweiten 180 gegen Christopher, wo ich ihn überholt habe. Ich glaube, ja, ich war erst außen, er innen, er ist dann rausgetragen worden, dann habe ich ihn einfach innen gekreuzt, das war schon ziemlich lustig. Ja, und dann ging es dann noch bis auf P11 vor. In der letzten Runde kam dann der Thomas Ettich noch im Karussell quer. Das war dann auch nochmal ein bisschen heikel. Ansonsten, ja. Wenn jetzt keine Strafen mehr kommen, ist es natürlich ganz gut, dass es jetzt in Rennen 2 nichts Besseres geworden ist. Dann kriege ich wenigstens keine Erfolgskilos, denke ich mal. Und dann geht es in Brands Hatch auch wieder
nach vorne. Also insgesamt Position 1 und 12, 1 und 11 natürlich. Ich denke, damit dürftest du trotzdem vor allem gerade natürlich wegen des Sieges zufrieden sein heute Abend. Auf jeden Fall, da ist erstmal jetzt sozusagen der Knoten geplatzt, Krisenlast auch abgefallen, sage ich mal, weil, also im Prinzip, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wusste es schon, dass es irgendwann eigentlich mal klappen müsste. Es war ja schon in Spa letzte Saison ziemlich knapp. Ja, dass jetzt in Andersdorp klappt, ist umso schöner, gehört zu meinen Lieblingsstrecken mit, auch schon vorher. Hätte vielleicht diese Saison eher erst in Spa damit gerechnet, dass es wirklich nach vorne geht. Aber okay, also scheinbar läuft der 60 hier ziemlich gut, wenn man sich auch die Track Records anguckt. Ja, und nee, ist schön, also sowohl Quali als auch im Rennen, dann war schon nicht schlecht. Ja, dann Gratulation von unserer Seite und weiter geht's mit Stefan und Marcel. Ja, Marcel, wir kommen zum zweiten Laufsieger des heutigen Abends, zu Marcel Wernicke. Dein Start sah ja recht manierlich aus, was man ja von den BMWs generell irgendwie immer wieder erwarten darf bei den stehenden Starts. Wie sieht's aus deiner Sicht das Rennen so? Ja, guten Abend erstmal. Ja, also der Start von Rennen 2 war, ich sag mal, sehr bescheiden, weil ich habe versucht, den Fehler aus Rennen 1 zu beheben, indem ich den Gang ein bisschen anhebe. War wohl ein bisschen zu lang und deswegen bin ich wohl, ich sag mal, ich bin noch gut weggekommen, ich war noch vor Kiefer, aber war schon knapp. Aber ansonsten, boah, doch erfolgreicher Start. Es gab ja auch zwischenzeitlich so ganz knappe Aktionen zwischen dir und Thomas Kiefer. Ich glaube auch eine kleine Berührung, aber die dürfte nicht allzu viel ausgemacht haben. Ansonsten fand ich es auch witzig, wo ihr beide da immer wieder ab und zu mal das Licht angemacht habt. War es euch zu dunkel oder weswegen das Licht einschalten? Nee, der wollte mich ein bisschen ärgern und ich wollte damit zeigen, dass ich mich nicht ärgern lasse. Habe ja mal mitgespielt, Licht an, Licht an, Licht aus. Und ich denke mal einfach mal, war einfach nur ein bisschen Show. Ein bisschen ärgern. Okay. Aber wenn den Kontakt war, ja, der war harmlos, der war nicht schlimm. Der ging eigentlich ganz gut. Hattest du zum Schluss unheimlich zu kämpfen wegen den sehr, sehr stark abbauenden Reifen zum Schluss, weil du doch ziemlich viele Drifts drin hattest? Ja, ich glaube, an den Drifts hat nicht so direkt gelegen. Ich denke einfach mal, mein Setup, oder sprich meine Fahrweise, war wohl ein bisschen zu aggressiv für Rennen, weil immer so gegen Anfang des Rennens bis Mitte des Rennens ging es ja gar nicht ganz gut. Danach hat dann aber mein Speed halt dann sehr stark abgebaut. Ich denke einfach mal, ich bin vielleicht zu aggressiv gefahren, sprich einfach auch zu viel Stabilen gefahren unter falschen Druck. Ich weiß nicht. Okay. Wie siehst du deine Aussichten in 2 Wochen in Brands Hatch? Ja, ich denke mal besser. Also Andersdorf war nicht so eine Strecke, die mir jetzt wirklich gefallen hat oder auch mir wirklich speziell liegt, aber Brands Hatch, da war so die in der Vergangenheit sehr gut. Denke ich mal, da werde ich wohl, oder ich hoffe es, dass ich da besser abschneide als jetzt. Also das Ergebnis war zwar gut, aber mein Gefühl her sagt einfach, Brands Hatch liegt mir mal ein bisschen mehr. Und deswegen denke ich, dass ich da auch wieder voll mitfahren kann. Okay, dann bedanke ich mich bei dir, Marcel, und würde gerne noch die Aussichten von Roland hören für Brands Hatch, wie er sich da denkt, aufzutrumpfen. Ja, das kommt jetzt ganz drauf an, was jetzt noch an Kilos irgendwie kommen sollte. Nee, ansonsten sind wir für 2 Saisons schon gefahren. Damals war ich noch im Cruise unterwegs. Da hatte ich auch ein schönes erstes Rennen mit Marcel übrigens. Nee, ansonsten, damals war es so, dass ich direkt einfach mal aus Jux und Dollerei auf dem S60 umgestiegen bin, auf einem Anhieb schneller war, also für ein gutes Mittelfeld, vorderes Mittelfeldergebnis, also zwischen 1 und 8 soll es, denke ich, reichen. Ich denke mal, die BMWs werden hier wieder ziemlich gut sein, aber ja, also es sollte schon ganz gut gehen. Also jetzt auf jeden Fall nicht zu weit ab vom Schuss und vielleicht nicht ganz nach vorne, aber auf jeden Fall für ein gutes Ergebnis soll es eigentlich reichen. Je nach Wetter aber allerdings auch.
Ja, ich denke Ja. mal, Benjamin hat ja heute wunderbar mit seinem Tipp alles richtig gemacht mit dir auf der Pole-Position. Ich dagegen war einer anderer Meinung, also wieder schön ins Fettnäpfchen getreten. Aber ich gebe mal ab an Benjamin und ja. Ja, dann danke euch zwei. Gratulation natürlich nochmal zu den Laufsiegen und das war's dann auch so langsam hier oben von der Kommentatorenkabine. Wir sehen uns hoffentlich wieder in 2 Wochen in Brands Hatch, wenn es dann wieder die wunderbare VRTCC Action live zu bestaunen gibt. Und das letzte Wort gebe ich wieder ab an Stefan und sage soweit, ciao und bis dann. Ja, ich schließe mich dem an, sage noch einen wunderschönen restlichen Montagabend. Viel Spaß noch für die Leute, die jetzt noch irgendwelche restlichen Eier suchen müssen oder noch irgendwelche Aprilscherze loswerden wollen. Ich sage bis am 15.04. in 2 Wochen. Tschüss, tschüss.